Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Es ist euch wahrscheinlich schon einmal aufgefallen, aber ich kaufe wahnsinnig viele Filme. Ich kaufe wahnsinnig viele Blu-rays und ich habe demnach auch wahnsinnig viel Zeug hier in meiner Sammlung, wenn ich mal kurz drüber schwenke. Aber trotzdem könnt ihr dieses Gefühl sicher nachvollziehen, dass es einige Releases gibt, auf die ich mich dann trotzdem ganz besonders freue. Wenn es normalerweise natürlich ein dankend und anerkennendes Nicken ist, wenn irgendwas in meine Sammlung kommt, habe ich manchmal dann aber auch wirklich dieses wenn ich irgendetwas auspacken kann, weil das ein Ding ist, auf das ich mich einfach ganz besonders irgendwie gefreut habe. Und die Cinematic Vengeance Box von Eureka ist eben genau ein solches Beispiel. Beim zweiten Anlauf dann tatsächlich auch geliefert, handelt sich's hier um 8 Kung-Fu-Filme von Regisseur Joseph Kuo. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe Kung-Fu-Filme. Das sind tatsächlich mit meine absoluten Lieblingsfilme, vor allem eben wirklich das Beste, finde ich, dass man sich anschauen kann an einem anstrengenden Tag, dann am Abend zum gemütlichen Entspannen. Das sind absolut großartige Sachen. Und da gibt es gleich 8 Filme in einer Box, die man teilweise bei uns nicht oder überhaupt nur schwer überhaupt bekommen kann. Hier sogar in einer überarbeiteten Version auf Blu-ray. Aber bevor wir uns mit dem eigentlichen Cover beschäftigen, schauen wir da einfach einmal nur grundsätzlich um diese Box herum und schauen uns einmal eben dieses Backcover an. Da erfahren wir eben beispielsweise, dass wir insgesamt 8 Filme auf 4 Discs vorfinden, eben sich jeweils 2 Filme eine Disc teilen und dass es zu den Filmen auch das ein oder andere Bonusmaterial gibt. Was allerdings eben am interessantesten wird, ist, dass man eben auch hier auch englische Dubs für die Filme vorfindet. Ob das bei allen der Fall ist oder nur bei einigen, das werden wir jetzt vielleicht dann im nächsten Teil von diesem Video gemeinsam erarbeiten. Aber ich möchte jetzt eben einmal diesen Aufkleber vom Backcover von diesem Set entfernen, damit wir uns einmal mit dem allgemeinen Design von dieser Box beschäftigen können. Und ich weiß, dass das ein ziemlich seltsamer Kommentar in so einem Unboxing ist, aber dieses Set riecht irgendwie anders. Also jetzt nicht, dass es stinkt oder sowas, aber es ist der Geruch von dieser Druckerfarbe ist ein bisschen anders, als er das normalerweise ist bei solchen Sets. Aber was ich hier absolut phänomenal finde, ist eben, wie man dieses Frontcover-Artwork gestaltet hat. Wir haben eben hier ein neu gezeichnetes Cover-Artwork für diesen Release. Das stammt von einem Künstler namens Wheeling, der schon eben auch einige andere Cover-Artworks abgeliefert hat, die ich sehr geschätzt habe. Auch wenn er ein bisschen so schaut, als hätte ihm jemand den Kopf ein bisschen verdreht, ist das schon ein wirklich cooles Konglomerat an verschiedenen Charakteren eben aus den enthaltenen 8 Filmen, wobei wir wahrscheinlich, nehme ich an, einige Elemente von diesen Designs dann auf den individuellen Verpackungen und individuellen Disc Cases wiedersehen. Ja, offensichtlich ist der Herr Wheeling relativ teuer und man hat kein Geld mehr gehabt, um ein Backcover auch gestalten zu lassen. Ich meine, nett, dass man diesen Zerstörungseffekt hier quasi weiter geführt hat und weiter verwendet hat, aber das ist ja wirklich leer. Das ist gar nichts. Das ist ein Hintergrund. Und das Einzige, was ich in dem Fall mich wirklich frage, ist, warum macht man dann eigentlich überhaupt so ein Backcover-Blatt, wenn man dann mit der zusätzlichen gewonnenen Fläche eigentlich eh nichts macht? Also das enttäuscht mich ein bisschen. Da hätte man, finde ich, besser mit dem Platz umgehen können und vielleicht noch irgendwelche anderen Artworks zu den Filmen unterbringen können. Aber das Frontcover-Artwork von dieser Box ist schon mal absolut phänomenal. Aber wir schauen jetzt einmal auf die Inhalte von dieser Edition und gehen gemeinsam die Filme durch, die da drauf sind. Wir starten hier mit dem Film The Seven Grandmasters, finden übrigens jetzt dann auch im Vergleich können wir ja mal schauen, ob wir hier ein paar von den einzelnen Elementen hier von dem Blu-ray-Frontcover auf dieser Box wiederfinden. Und ich tue das eigentlich nicht. Das sieht aus eben wie neue Artworks. Es ist auch ein bisschen ein anderer Stil, weil eben der Hintergrund nicht ganz so rötlich ist, sondern eben eher grünlich. Und dafür
wirken dann eben diese Zerstörungseffekte fast so ein kleines bisschen, als wäre der Schimmel noch mit drauf auf diesem Set. Aber wir bekommen dann eben hier einerseits den Film The Seven Grandmasters, ein Film, der es übrigens niemals in den deutschsprachigen Raum geschafft hat. Von diesem Film gibt es keine deutsche Veröffentlichung. Dazu haben wir dann als nächstes den Film The 36 Deadly Styles, heißt bei uns die 8 tödlichen Schläge, und der hat zwar sehr wohl in einigen Veröffentlichungen auch ungeschnitten auf DVD gebracht, von MEB zum Beispiel schon im Jahr 2005, war sogar zwischen, wurde 2009 indiziert, wahrscheinlich in einer anderen Version früher schon, war auf jeden Fall indiziert bis zum Jahr 2012, ist mittlerweile nicht mehr auf dem Index für jugendgefährdende Medien. Weiter geht's dann mit dem Film The World of Drunken Master, aka Die Welt des Drunken Master, der aus dem Jahr 1979 ist und wo wir hierzulande in den Eastern Classics unter dem Titel Der Todeshauch des Drunken Master einen DVD-Release spendiert bekommen haben. Und last but not least auf diesem Set ist der Film The Old Master aus 1980 mit drauf, von dem es ebenfalls keinen deutschen Release gibt. Im Inneren finden wir hier ein interessantes, durchgehendes Motiv, wo wir einerseits eben alte Kinoplakate von den Filmen haben und dafür aber hier auch relativ cool eigentlich bedruckt die beiden Discs. Können wir natürlich da auch noch einmal drunter schauen zu den alternativen Poster-Artworks. Da hat nicht zufällig jemand einen Jackie Chan-Film geschaut, während er Jack Long gezeichnet hat. Aber wir können dann weitermachen. Sehr schön, meiner Meinung nach auch sehr stilistisch ansprechend hier gemacht, dieses Set mit seinen Farben. Passt, finde ich, auch irgendwie sehr gut grundsätzlich zu dieser Box. Schauen wir dann einmal weiter zu dem nächsten Titel. Auch hier finde ich einige wirklich coole Designelemente auf dem Frontcover und ich finde zumindest auf die Garen immer noch kein einziges, das eben genau in derselben Form auch auf dem Frontcover der Box drauf ist. Hier haben wir Fearless Shaolin. Also das erste Set hat eigentlich Deadly Masters geheißen und jetzt kommen wir zu den Fearless Shaolin, eben zum Beispiel zu dem Film Shaolin Kung Fu. Das ist ein Film aus dem Jahr 1974, hört auch auf den Namen Kung Fu, 10 Finger aus Stahl, und hat ebenfalls einen deutschen Release bekommen, war aber im Kino beziehungsweise auf VHS stets gekürzt. Dann geht's weiter mit den Shaolin Kids. Das ist dann wieder ein Film, der es bislang noch nie zu uns geschafft hat. Und die 18 Kämpfer aus Bronze sind eben auf Video und im Kino ebenfalls stark geschnitten gewesen. Auch die alten britischen Auflagen waren nur geschnitten, lediglich eben aus der Bronze-Kämpfer Collection. Im deutschsprachigen Raum ist die DVD von Koch Media damals noch komplett ungeschnitten, aber da haben wir sowohl die gekürzte alte deutsche Fassung als auch die Uncut Hong Kong Fassung mit dabei. Da ist eben auch der erste und der zweite Teil enthalten, genauso wie auch hier. Dann können wir natürlich auch da noch einmal ganz kurz stehen bleiben bei den zusätzlichen enthaltenen Bonus-Features von diesen Filmen. Es sind offensichtlich ein paar von den Filmen nur im Englischen, in einer englischen Dub-Version vorhanden und nicht alle. In dem Fall haben wir bei dem Set eben sogar eine BBFC-Freigabe ab 15 Jahren, während das erste Set mit den Deadly Masters noch ab 18 freigegeben war. Welcher Film jetzt dann im Endeffekt dafür verantwortlich ist, das kann ich jetzt auswendig nicht sagen, aber auch hier finde ich es relativ cool, vor allem auch, wie diese Filme aufgeteilt sind, nämlich, dass eben die Bronze-Kämpfer-Filme natürlich auf einer Disc sind, die sind ja sogar von der BBFC ab 12 freigegeben, und eben die beiden anderen Filme dann hier auf der zweiten Disc, aber damit noch lange nicht genug, es gibt hier noch ein paar Goodies in dem Set, so haben wir hier zum Beispiel noch ein paar, kein Hintergrund, aber dafür haben wir da noch ein paar offensichtlich Aushangfotos zu den enthaltenen Filmen mit ein paar coolen Standbildern. Das ist natürlich eine nette Auswahl, die wir hier sehen können, mit einigen wirklich, wirklich coolen und auch sehr schön abwechslungsreichen Motiven. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas in einem Kino hängen gesehen hätte, wäre ich sofort in diesen Film gelaufen. Definitiv.
extrem cool, wie das hier aussieht, was uns 88 Films hier serviert. Aber auch damit noch nicht genug. Es gibt dann auch noch zum Abschluss, was wir uns jetzt dann gleich anschauen, natürlich ein Booklet, das diesen Release noch beiliegt, wo man dann noch ein paar Informationen rund um die enthaltenen Filme gewinnen kann. Ich bin halt nur gerade noch ein bisschen damit beschäftigt, diese Aushangfotos wieder hier in diese Banderole zu bekommen. Aber jetzt können wir dann durch das Booklet blättern. Das ist mit circa, knapp über 60 Seiten sind. Auch finde ich es sehr, sehr schön und ästhetisch ansprechend gestaltet, dieses Ding. Mit natürlich eben hier noch einmal den Plakatmotiven zu den 8 Filmen, die in dem Set enthalten sind. Außerdem können wir dann natürlich hier mal durchblättern. Das ist sehr, sehr schön gestaltet. Sehr schön mag ich übrigens auch, wie die einzelnen Elemente, hier eben zum Beispiel das Backcover-Design von den jeweiligen Blu-Rays, geschrieben wurden die Essays von James Oliver. Und wir machen jetzt natürlich keine Witze drüber, dass jemand, der James Oliver heißt, etwas schreibt, das Essays heißt. Aber wir können dann einmal eben hier durch dieses Booklet blättern. Das sind sehr schön gemachte, hochwertig gedruckte Seiten, die sich aber auch sehr schön blättern lassen. Das ist tatsächlich beim Unboxen immer wieder für mich ein bisschen eine Schwierigkeit, wenn es zum Beispiel um die Veröffentlichungen von Arrow Video geht, die ja gerne sehr dickes Papier bei ihren Booklets verwenden, was sich dann teilweise recht schwer nur umblättern lässt. Aber da haben wir wirklich eine coole Sache. Und vor allem, was ich eben wirklich genial finde, ist, dass wir hier einerseits offensichtlich ein paar wirklich coole Filme, zum Beispiel eben die Bronze-Kämpfer-Collection drauf haben, die es auch im deutschsprachigen Raum gegeben hat, wo vielleicht irgendwann einmal dann auch deutsche Blu-Rays nachkommen. Aber es sind in diesem Set eben auch Filme enthalten, von denen wir ziemlich sicher niemals eine deutsche Veröffentlichung sehen werden, weil es einfach keine deutsche Synchro gibt und ich jetzt nicht davon ausgehe. Bist du deppert? Ist das ein Donald Trump-Roboter auf der linken Seite? Aber da freue ich mich wirklich riesig. Das sind genau meine Filme und genauso wie dieses Set hier aufgebaut ist, wie dieses wunderschöne Booklet gemacht ist, mit eben den qualitativ extrem hochwertigen Bildern, die da eben auch drauf sind. Ein paar Aushangfotos, ein paar Stills, außerdem eben noch ein paar technische Details. Immer noch der wundervolle Hinweis bei diesem Set, das uns erklären will, wie ein 2:35:1 Bild ausschaut. Aha, aber wunderschön gemacht, wunderschön aufbereitet. Das ist ein Set, das meiner Meinung nach jetzt von Eureka, die nämlich neben 88 Films und eigentlich jetzt dann auch Arrow, die jetzt ebenfalls auf den Shaw Brothers Zug aufspringen, wirklich ein absolut respektables, renommiertes Label ist. Die haben ja mit ihrer Masters of Cinema Collection mehr oder weniger einen alten britischen Criterion Collection Contender, der sogar noch weit vor dem Start von Indicator losgegangen ist. Aber ich liebe in ihrem Programm eben vor allem diese Asia-Veröffentlichungen, die hole ich mir auch immer wieder gerne, weil ich dadurch Schätze ausgraben kann, die man sonst im deutschsprachigen Raum nicht ganz so einfach bekommt. Und das hier, das Cinematic Vengeance Set, ist wieder eines, wo ich sage, wow, das ist ein wunderschön gelungenes Set mit großartigen Goodies. Da freue ich mich richtig drauf, dass das jetzt in meiner Sammlung ist.